Ja, willkommen zum neuen Video bei Garten und Genießen. Ja, was machen wir heute? Heute möchte ich meinen Rasen neu ansehen. Naja, sieht jetzt mal so aus. Ihr seht schon, da ist gar kein Rasen mehr da. Ja, ich habe früher schon Rasen gehabt vorher. Aber auf der Seite, das ist die Straßenseite, die Ostseite, da war mehr Unkraut. Oder was heißt Unkraut, war es gar nicht so viel. Eigentlich fast nur Moos. Ich habe jetzt schon zweimal vertikutiert, also einmal längs, einmal quer, zweimal dasselbe. Und ja, jetzt habe ich gar keinen Rasen mehr da. Moos ist auch draußen. Ja, jetzt muss ich den frisch ansehen. In meinem letzten Video habe ich ja die Mähkanten gemacht. Und ich habe jetzt mit meinen Mähkanten, ich habe da ja, so Mulden im Rasen gehabt. Und mit meinen Mähkanten habe ich das ein bisschen ausgeglichen. Die brauchen natürlich jetzt auffüllen. Ja, Bekannter von mir, jemand aus der Ortschaft, der hat auch gerade so eine Halle gebaut und der hat noch Humus übrig gehabt. Und ihr seht schon, habe ich mal so eine Radlader-Schaufel voll Humus bekommen. Ja, wenn ihr jetzt kleinere Unebenheiten habt, dann könnt ihr das mit, ja, mit einer Rasenerde oder was ausgleichen. Aber das wäre mir jetzt zu viel gewesen und deshalb mache ich das mit Mutterboden. Ja, die größeren Mulden tue ich jetzt ein bisschen Erde verteilen, die tue ich jetzt mal mit der Latte ein bisschen abziehen und dann gehe ich später nochmal mit dem Rasenrakel drüber. Ja, da hinten ist mein Baum und ja, das ist so Zierkirsche und die Wurzeln sind da ja, ziemlich aus dem Boden draus. Da habe ich schon ab und zu reingemäht. Da möchte ich auch noch ein bisschen ausgleichen mit Erde, ein bisschen auffüllen. Das nicht, ja, da sind auch so Mulden drin. Ja, das machen wir jetzt mal als Erstes. So, du jetzt mal die ganzen Unebenheiten auffüllen. Ich werde es dann ein bisschen festtreten, zumindest die erste Schicht. Und nachher nochmal ein bisschen mit der Schaufel, eine dünne Schicht drüber. Und die mache ich dann mit dem Rasenrakel eben. Besser wäre natürlich jetzt eine Walze, aber da habe ich jetzt keine. Ich habe meine bestellt, aber die ist noch nicht da. Meine Unebenheiten habe ich jetzt ein bisschen ausgeglichen mit Mutterboden. Ich wollte mit dem Rasenrakel ein bisschen eben machen, so dass bei dem Boden nicht ganz funktioniert. Ich glaube, das ist doch besser beim Sanden, also wenn man Sand verteilen möchte. Jetzt habe ich es halt mit dem Rechen gemacht. Ja, sieht jetzt so aus. Ja, jetzt habe ich einigermaßen ebene Fläche.
Das habe ich ja gestern gemacht. Jetzt hat es über Nacht geregnet und heute den ganzen Tag. Oder ja, ziemlich viel. Jetzt ist alles sehr ziemlich feucht. Ich werde jetzt auf meinem Rasen nochmal einen Bio-Bodenaktivator ausbringen. Ja, das ist ja jetzt von Substral zum Bio-Bodenaktivator. Den werde ich jetzt mit einem Streuwagen auftragen oder verteilen. Ich weiß bloß nicht, was ich für Stufe brauche, dass ich nicht zu viel drauf kriege. Und dann wollte ich eigentlich noch mal ein bisschen einvertikutieren, leicht. Aber jetzt muss ich schauen, weil es so feucht ist, muss ich probieren, ob das mit Vertikutierer geht. Oder ob ich ein Mods-Bats dann da habe, eine Sauerei. Ansonsten mache ich es ein bisschen mit dem Rechen wieder ein bisschen einarbeiten. Und ja, nachher wird dann ja, der Samen drauf und noch mal einmal drüber walzen. Aber jetzt verteilen wir zuerst mal den Aktivator. Schauen wir mal, was wir da für Stufe brauchen. Da kommt noch wenig raus. Welche Stufe hast du jetzt gemacht? Ja, jetzt habe ich Stufe. Hm? Na, fast. Jetzt habe ich Stufe 7 bei dem Gardena. Okay. Schauen wir, wie viel da rausgeht. Ja, schaut gut aus, weil zu viel würde ich jetzt nicht hinhauen. Nein, das passt, da schaue ich nicht. Ja, so. Schaut gut aus. Immer ein bisschen überlappen. Mhm. Der quietscht ganz schön, gell? Ja, und so tue ich den ganzen Aktivator ein bisschen einarbeiten. Ja, da wo ich frisch angesät habe oder den Humus hin, da ist ganz schön matschig. Aber es wird schon funktionieren. Und dann tun wir einen Rasensamen drauf.
Ja, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt doch nochmal vertikutiert. Ich habe also ein paar Tage gewartet, es ist ja nochmal trocken geworden. Aber bloß ganz leicht, dass der Samen ein bisschen in die Rillen reinfährt. Und das in Längsrichtung und quer. Ja, ich muss jetzt nach vorne rum. Und ja, dann tun wir einsehen. Ja, als Rasen, da habe ich jetzt von Wolfgarten den Schattenrasen genommen. Weil ich ja da hinten also immer ziemlich viel Schatten habe. Da ist nur am Vormittag ein bisschen Sonne. Und dann ist hier fast nur Schatten. Das hat man auch gemerkt, da war nur Moos drin. Ich probiere es mal mit dem. Ja, das verteile ich jetzt mal mit dem Streuwagen wieder einmal längs und dann quer. Ja, schauen wir mal, welche Stufe das ich brauche. Wie das rauskommt. Ja, ich habe hier mal fast die größte Stufe schon eingestellt. Also mit dem Streuwagen rückwärts schieben geht, komischerweise, vorwärts kommt weniger raus. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber jetzt schaue ich mal, wie es weiter, wie weit reicht. Jetzt habe ich alles gewalzen, auf vor der Terrasse.
Ja, ich hoffe, es reicht. Ja, das wäre, ich muss natürlich immer wässern. Ich denke mal, ja, wird jetzt ein paar Tage dauern. Ich hoffe, dass es zwischendurch auch mal regnet. Ja, und wenn jetzt mal in ein paar Wochen das wächst, dann muss ich noch schauen. Wahrscheinlich werde ich ein paar Stellen nachsehen müssen. Aber das kommt dann in ein paar Wochen auf. Jetzt holen wir zuerst meinen Gartenschlauch und tun ein bisschen wässern. Ja, ich werde die ganze Sache mal komplett durchwässern. Ja, wenn es jetzt nicht regnet, werde ich das wahrscheinlich, ja, ich denke mal, so dreimal am Tag machen müssen, dass die Erde immer ein bisschen feucht ist. Ja, ich hoffe, dass zwischendurch, ja, nächste Woche sagt, glaube ich, schlecht an. Es wird wahrscheinlich auch mal wieder regnen. Sagt eigentlich bei uns morgen schon wieder Regen, Sonntag wieder schöner. Aber ich sage, wenn es nicht regnet, wässern. Ja. Das war's noch mit dem Video. Ich werde zwischendurch wieder so ein Update machen, schauen, wie es wächst. Immer so wochenweise, wie es da ausschaut. Ich hoffe, das wächst, das Gras. Ja, ihr kriegt dann Bescheid, oder es werden dann so kleine Update-Videos kommen, nur wie es der Rasen wächst, wie dichter wird, ob ich noch was nachsehen muss. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei, dass ihr am Laufen seid, wie es wächst, und wir sehen uns dann wieder. Ich tue es noch ein bisschen gießen.